Willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Until Dawn. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein Dankeschön allen die vielen Horrormenschen da draußen, die das ganze letzte Video horrormäßig bewertet haben. Und ja, ihr habt das sicherlich euch jetzt aufgefallen oder gemerkt, dass in meiner Facecam so ein bisschen was anders ist. Das liegt daran, dass heute mein Ringlicht tatsächlich gekommen ist von Amazon und ich benutze jetzt nur noch das Ringlicht, da die Bildqualität von der Beleuchtung die deutlich besser ist und dass es auch von der Facecam ein bisschen flüssiger aussieht, wisst ihr? Und ja, wir spielen jetzt einfach weiter mit Until Dawn. Wir machen jetzt weiter mit Ashley. Wie ist natürlich irgendwo mitten im Keller, im großen Keller. Und wir waren ja in der letzten Folge mit Mike. Und der ist eigentlich jetzt aus der Anstalt raus und hat sozusagen so ein paar Wendigos gekillt. Was mit Wolfie ist, keine Ahnung. Aber das Krasse kommt jetzt noch. Das Krasse kommt noch. Jessica lebt noch. Das haben wir noch in einer kleinen, kurzen Zwischensequenz gesehen. Ziemlich krass. Keiner von der Clique ist gestorben. Noch nicht. Naja, wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht. Aber wir wissen immer noch nicht, was mit Matt los ist. Keine Ahnung. Sieht so aus, ob wir die ganze Zeit wirklich beobachtet werden. Und das finde ich irgendwie cool. Von der Kameraperspektive. Aber Moment mal, wir sollten mal erstmal hier hin. Aha, ich hatte ja fast beinahe einen Totem vergessen. Das geht doch gar nicht. Nun gut, was bekomme ich denn noch? Ein Gefahrentotem. War das gerade Josh? Das war Josh. Was will das Spiel uns sagen? Dass Josh zum einem Wendigo wird? Der hat auch so richtig geknurrt. Und sein Gesicht war auch ein bisschen leicht verändert. Das ist interessant. Ich weiß jetzt schon, ich habe einige Totenköpfe, oder was ist Totenköpfe, Totems übersehen. Das weiß ich jetzt schon vom Gefühl her. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt. Hey. Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Ja gut, dann tun wir's. Wir haben keine andere Wahl. Na komm, Ashley. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. War doch klar, ne? Emily will nicht als erstes, sie will immer als letztes. Ach, gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Also ein bisschen bewegen könnt ihr schon und nicht die ganze Zeit auf der Leiter stehen bleiben. Du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Ich sag's nur ungern, aber ihr solltet lieber bei mir bleiben, anstatt weiterzugehen. Typisch. Typisch die Gruppe. Wir sind wieder völlig alleine. Eieiei, es ist dann kein Wunder, warum wir vielleicht verrecken.
Also ich hoffe für Ashley nicht, ne? Aber trotzdem. Ey, das sieht wirklich so aus, ob irgendjemand hinter uns wäre. Guckt mal, die Kamera, wie die schnell zu uns ranzoomt. Ob wir der Wendigo sind. Ziemlich gruselig. Ich höre etwas, aber ich weiß nicht, ob das Ratten sind. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Stimme untersuchen zur Gruppe. Also wir wissen, dass sie überlebt hat. Aber wir wissen auch, dass die Wendigos die Stimmen verändern können. Ich will sagen, wir gehen zur Gruppe. Hallo? Sicher ist sicher. Ich kann auch nicht vorstellen, dass die Entfernung wirklich so nah ist zwischen denen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann vielleicht ein reiner Zufall sein, aber trotzdem. Gott! Lieber zur Gruppe. Warum, Chris, wie kann er denn so schnell sein? Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Ich glaube, wir waren da schon mal. Ich muss noch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Ich glaube, wir waren da wirklich schon mal mit Emily. Was werden wir jetzt denn hier sehen? Ah, da ist der Josh. Und jetzt machen wir weiter mit Sam. In den Minen. Kletter natürlich. Drumherum klettern. Vorsicht ist Vorsicht angesagt. Ach, ich muss da hochkommen. Aber Sam hat's drauf. Das muss man schon ihr lassen. Das ist voll drauf, Sam. Das muss man dir lassen. Also Emily hätte es niemals geschafft. Ah, Moment mal, da glitzert was. Springen halt! Nein! Nein, das... Wollte ich jetzt... Echt nicht, ich will zurück. Shit, ich wollte wirklich noch zurück. Och Mann, ey, das ist jetzt mies. Mies ungemein. Ich habe kein gutes Gefühl. Moment mal, ist das nicht eine der Höhlen, wo wir gerade Josh gesehen haben? Werden wir ihn finden? Hallo? Ich höre ein Wendigo.
Was war das? Es war der Fluch des Wendigos. Das heißt also, einer wurde gerade gestorben. Ein Wendigo? Oder was hat das zu bedeuten? Ja, okay. Okay, ich sollte es nur einfach bewegen. Moment mal, die Stelle kennen wir doch. Ist das nicht auch die Stelle, wo wir Beth Leiche gefunden haben? Oder ist es eine andere Stelle? Ja, die Tür kommt mir echt bekannt vor. Ich hab keine Ahnung. So, kopflos. Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Was warst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Wendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Was bisher geschah bei Until Dawn. Emily! Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Nein. Oh.
Sie werden begeistert sein. Ich will sie werden es. Oh mein Gott, nein! Wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Die Zeit für Josh ist abgelaufen. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Okay. Wie es aussieht, machen wir jetzt mit Josh weiter. Interessant. Ich glaube, wir spielen das tatsächlich auch sogar zum ersten Mal Josh in Wirklichkeit. Okay, dann bewegen wir uns mal. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Okay, Josh verliert schon seinen Verstand, das wissen wir. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er sterbt. Ich schwöre. Ich glaube, wir kommen nicht hier weg. Wo muss ich denn... Ist das? Verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Lustig für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Im Versteck. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Dito. Ich gehe einfach zurück. Wir gehen einfach zurück. Lass mich raten, wir finden hier einen Totem. Oder auch nichts. Hä, warum können wir denn zurück? Das check ich jetzt nicht. Aber alter Falter, also Josh, der tut mir echt leid. Aber er ist fix und fertig. Er ist einfach fix und fertig. Vor allem, er denkt, es ist wirklich seine Schuld, dass seine Schwestern gestorben sind, obwohl er trägt keine Schuld, weil er hat ja nicht mitgemacht in dieser Scherzgruppe, sagen wir mal. Oder Scherzpartie. Er war ja halt quasi am Pennen. Moment, was ist denn hier? Ein Totem. Und welche Farbe? Ich sag mal, Farbe Weiß. Ja, das ist Farbe Weiß. Ein Glückstotem. Okay, ich glaube, wir haben Mike gefunden. Und ich meine, da war jetzt auch noch Sam. Und die Lodge stand in Flammen.
Was hat das mit Glück zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht, dass die es überleben? Will das Spiel uns sagen, ja, Mike und Sam überleben dieses Spiel oder... Hä? Mike. Ist das das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Aber wer hat es denn gebaut? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Wendigos Gräber bauen. Eine Armbanduhr. Bess. Bess Uhr. Soll das heißen, dass Bess Leiche hier war? Oh Gott. Mike. Das ist Bess. Das ist ihre Uhr. Was? Zeig mal. Da. Es stand ein Kreuz hier. Also wurde sie hier beerdigt. Und... Aber die Frage ist doch, ich weiß doch ganz genau, wo wir mit Emily in der Mine waren. Da haben wir Hannahs Kopf gefunden und tatsächlich so ein, sag mal jetzt so ein Kreuz, wo auch der Name Beth war. Wie ist sie denn von hier nach da gelandet? Wer hat sie verschleppt? Der Wendigo? Und was ist mit Hannah? Wir haben keine Leiche von Hannah gefunden. Ist sie vielleicht zu meinem Wendigo geworden? Hm? Ich meine, wir haben auch nicht so viele Hinweise, aber... theoretisch wäre möglich, weil wir haben bis jetzt keine Leiche gefunden von ihr. Was hat das alles zu bedeuten? Okay, von der Zeit her wird das ein bisschen knapp, aber ich mach mal noch ein bisschen weiter. Ich hasse sowas. Weil man will auch gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, was unterm Wasser ist, ganz ehrlich, in so einer Situation. Es ist echt nur die Frage, wo müssen wir denn hin? Einfach hier? Ach komm, wir sind fast da. Es steigt wieder an. Oh, und ich stinke wahrscheinlich wie eine Sau. Ach, herrje. Ist noch weiter? Nee. Also ich... Mike, ey, komm schon. Ich muss mich auch schon mal hier vorbeilassen. Okay, wir können anscheinend noch zurück, aber was ist hier? Hier haben wir eine Tür. Flammenwerfer, Mann. Zumindest die Leiche von dem. Nein! Das wird schlecht. Wir haben Josh gefunden. Er ist heil oder so, Josh! Mike?
Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. George schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Jetzt spielen wir wieder mit Josh. Okay, Leute. Es wird immer interessanter. Alter, dieses Wendigo war die ganze Zeit unterm Wasser. Ich bin froh, dass wir es nicht erwischt haben. Aber das Wendigo weiß also Bescheid. Nun gut, Leute. Es wird spannend. Und wir nähern uns schon wirklich Richtung Ende hinzu. Ich weiß nicht, ich denke mal vielleicht so noch 2 Parts. Dann sind wir damit durch. Nun gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns heute das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Until Dawn. Macht's gut, bis bald und seid vorsichtig da draußen. Tschüss!